In diesem Video geht es nicht um Reisen, sondern um diese beiden Gerichte. Schaut rein! Herzlich willkommen in Bibis Kochstudio wieder. Wir haben, ungelogen, ich kann euch das zeigen. Warte mal. 34 Grad. Die Birne ist am Leuchten. Es ist echt warm. Und deswegen wollte ich euch mal ein einfaches für warme Tage machen, was wir halt auch ab und zu mal machen. Das ist einfach nur ein Melonsalat. Und den könnt ihr variieren, wie es geht. Das ist wirklich total simpel. Und auch für die Temperaturen das Optimale und schnell gemacht im Wohnmobil. Dafür benötigt ihr eigentlich auch nur eine Melone. Ich habe eine kleine, das langt für uns. Feta-Käse kann man auch variieren mit Mozzarella zum Beispiel. Minze, Öl. Ich mache diesmal eine Gurke mit rein. Salz und Pfeffer. Ich habe jetzt noch eine Zitrone. Am besten schmeckt aber Limette, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt nur eine Zitrone. Die kommt da rein. Dann braucht ihr ein Messer und eine Schüssel. Das war's eigentlich. Aber wie gesagt, den kann man variieren, wie man möchte. Und dann mache ich nämlich dieses Mal noch, weil das auch noch in meinem Kühlschrank ist, einmal ein bisschen Schinken, Pinienkerne und Oliven. Mag zwar nicht so mein Mann, aber der kann hier rauspaddeln. Er musste sich bis jetzt schon ganz schön viel aneignen, was er gar nicht so mag. Aber ich mag Oliven und das ist halt mein Gericht. Und er muss essen, was auf den Tisch kommt. Nein, er kann das wirklich rausnehmen. Nein, ihm stört die das auch wirklich gar nicht. Nicht, dass er denkt, oh Gott, er muss essen. Nein, alles gut. So, und das ist auch wirklich ganz simpel. Alles schnibbeln, in die Schüssel vermengen. Das war's. Seht ihr jetzt. Zuerst machen wir einmal die Melone. Halbieren. Am besten eigentlich kernlose, aber die hatten die keine. Oder eher gesagt, ich habe keine gefunden. Das ist natürlich noch besser, musst du nicht die ganze Zeit piddeln. Aber Rüdi isst meistens die Kerne mit. Und mich stört das eigentlich auch nicht so. So mundgerechte Stücke einfach nur draus schneiden. Schmeckt sogar auch mit Parmesan, haben wir auch schon mal gegessen, wo ich kein Schafskäse oder keine Mozzarella hatte. Aber wie gesagt, ich nehme, wenn ich einkaufe, bei mir steht eigentlich immer Schafskäse auf dem Programm. Und weil damit kannst du so viel Gerichte zaubern. Manche mögen das ja gar nicht. Aber Gott sei Dank sind wir eigentlich echt pflegeleicht. Und mein Mann isst fast alles, ich sowieso. Ich habe den auch schon mal während der Fahrt gemacht. Man hat mir alles schon dahingestellt und habe den eigentlich schon. Was ihr vielleicht wissen sollt, die Melone, macht die mal 2 Stunden vorher mal in den Kühlschrank. Gerade wenn das so warm ist, dann schmeckt das noch besser und intensiver. Man kann das schön ordentlicher machen, aber gleich Gericht. Aber nö.
Nö, nö. Soll ja auch schnell immer gehen, ja? So. Ich mache immer eine Zitrone. Kennt ihr eigentlich den Trick? Genau. Kennt ihr eigentlich den Trick mit der Zitrone? Man nimmt, weiß ich gar nicht, wenn die jetzt noch ganz wäre, könnt ihr die hinten reinstechen. Einmal einen Zahnstocher hinten reinstechen und dann könnt ihr sie auch so drücken. Naja, jetzt habe ich sie halt schon auf, deswegen geht das jetzt auch nicht so. Aber dann kriegt ihr das wirklich hinten rausgepresst. Probiert das mal aus und gerade, wenn ihr sie verbraucht, dann ist das eigentlich schon echt nicht schlecht. So, eine halbe Zitrone langt. Das mache ich jetzt noch. Den Rest davon tue ich einfach nur in Wasser rein. Dann haben wir ein Zitronenwassergetränk. Einmal ein bisschen klein schnibbeln und rein damit. Total erfrischend, auch gerade bei der Temperatur. So, weiter geht's. Einmal Gurke, einmal abwaschen und auch. Ein bisschen feiner. Wo seid ihr denn hin? Und einmal die Minze rupfen und schnibbeln. So. Wenn ihr eine Maschine habt, dann könnt ihr es auch in die Maschine. Ich habe heute, brauche sie nicht, wo ich keine Zwiebeln oder so schneide. Oder manche mögen das auch, wenn sie ganz sind. Das ist mir aber immer zu viel im Mund. Soll ja nur nach dem Geschmack sein. Rüber. Eins bis zwei Esslöffel Öl, Pfeffer, so eine Prise, und salzen. Dann, zwar letztes Mal gesagt, ich nehme das nicht, aber bei dem habe ich festgestellt, krümmeln wird es intensiver. Also am besten einfach nur so drüber krümmeln. Und ich habe morgen wieder frisches Wasser, also kann ich heute ein bisschen rummanschen und Wasser ausgeben. Siehst du, deswegen mag ich das gar nicht, wenn man das mit den Händen macht. Aber wie gesagt, es schmeckt wirklich intensiver, gerade wenn er nicht im Backofen ist und wirklich frisch gemacht wird, schmeckt er wirklich viel, viel besser. So, und dann, das war's eigentlich. So haben wir ihn oft gegessen, aber wie gesagt, ich habe halt noch ein paar andere Gerichte,
andere. Da freut sich jetzt mein Mann, dass es ein bisschen Schinken dazu gibt. Und dann haben wir noch die Pinienkerne. Wenn ihr die anrüstet, sind sie natürlich intensiver. Aber bei 34 Grad hier drinne oder bei 32 hier drinne und 30 draußen, röste ich die heute nicht an und mache die einfach nur rein. So, das ist ein schöner Salat. Wir essen dazu nichts. Wir haben ja alles drinne. Klar, man kann Baguette oder so dazu essen, wenn man möchte. Aber ehrlich gesagt, in Italien ist nicht so mein Baguette. Da bin ich wirklich froh, wenn wir mal wieder in Frankreich sind oder Spanien, war auch echt lecker. Die hatten auch richtig gutes. So, ich glaube, das langt auch an Dings und dann halt ein paar Pinienkerne. So. Dann eigentlich nur noch den wegmachen. Das war's schon. Ist kein Hexenwerk. Wie lange hat es jetzt gedauert? 7-8 Minuten würde ich tippen. Ihr seht es ja besser. Also es ist wirklich nicht. Und es ist so schnell gemacht. Das einzige Schnibbeln ist halt die Wassermelone mal schnell. Aber wie gesagt, Kühlschrank ist es mehr erfrischender. Es könnte natürlich eine größere Schüssel sein, wie man sieht. Jetzt muss man vorsichtig umrühren eben. Aber sieht das nicht lecker aus? Oh. Dann würde ich mal sagen, guten Appetit. Dann lasst es euch mal schmecken und schreibt mal, wie es euch geschmeckt hat oder ob ihr es überhaupt mal nachmacht oder ob ihr überhaupt Schafskäse oder Feta mögt. Würde mich mal interessieren, weil, wie gesagt, Feta und Schafskäse ist eigentlich immer, Mozzarella ist ein Gericht, was wir sehr, sehr gerne machen, damit ich auch mal weiß, was ich mal weglassen sollte und lieber mal ein anderes Gericht machen sollte. Also, dann würde ich mal sagen, bis nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Bibis Kochstudio. Bis dann. Tschüss. Im nächsten Sonntag-Video seht ihr, wie wir am Wasserfall entlang laufen und am Gardasee und einen wahnsinnigen, tollen Sonnenuntergang erleben. Schaltet ein, nächsten Sonntag. So, ihr Lieben, mein zweites Rezept oder eher gesagt, naja, ich habe jetzt schon ein paar, aber zweite Rezept in diesem Video. Diesmal mache ich eine fleischlose, gefüllte Zucchini. Und die ist auch total einfach und simpel und wirklich sehr schnell gemacht. Und das sind auch die Zutaten dazu. Ich einmal um. Einmal Schafskäse brauchen wir, Öl, geriebenen Käse zum Überbacken. Einmal Tomaten, Cocktailtomaten wieder. Knoblauch, ein Ei, einmal Zwiebeln, zwei Zucchini, Salz, Pfeffer, Basilikum. Dann nehme ich immer TK. Ich habe es probiert hier drinne. Mit frischen zu ziehen, klappt leider nicht. Und Oregano. So, und dann brauche ich einmal ein Omja und eine kleine Pfanne. So, und dann zuerst brauchen wir doch noch ein Sieb noch dazu. Damit waschen wir einmal die Cocktailtomaten und die Zucchini einmal ab. Zuerst einmal schneidet man die Zucchini längs einmal durch, bei beiden Zucchinis natürlich.
dann nimmt man, also ich nehme immer so einen kleinen Löffel dazu und kratze das so ein bisschen raus, dieses Zucchini-Fleisch, so weit wie irgendwie man kommt. Ist auch mal nicht schlimm, wenn man mal da reinschneidet. Keine Angst, es passiert trotzdem nicht. Man kann alles reparieren und das sieht trotzdem noch toll aus. Genau. Einfach ein bisschen aushöhlen. Manche nehmen so ein Küchenmesser. Ich nehme immer einen kleinen Löffel. Das geht immer am besten, finde ich. Dann lege ich mir die Zucchini schon mal in den Omja rein, um zu gucken, wie die am besten da reinpassen. Einen tue ich immer oben drüber. Und das passt, ist trotzdem auch nicht schlimm. Wird trotzdem alles überbacken. Das ist toll. Und dieses Fruchtfleisch von der Zucchini, das schnippelt man einfach einmal und stellt man mal kurz zur Seite. Dann einmal genau den Knoblauch, 4 Zehen nehme ich ja meistens immer, den einmal schnibbeln und ich nehme ja meine Maschine dazu. Und dann noch die rote Zwiebeln einmal schälen. Dann schneide ich die meistens immer in 4 Teile und dann lege ich die auch da rein und dann mixe ich die. So, dann kann es auch losgehen. Dann einmal Öl in die Pfanne, die einmal anmachen, bisschen heiß werden lassen und dann die Zwiebel und die Knoblauch anbraten. Wenn ihr die nicht zusammenmixt, dann macht als erstes die Zwiebeln einmal und dann den Knoblauch. Dann ist das vom Aroma besser. Aber mir langt das immer. Einmal die Feta Schafskäse einmal zerkrümmeln langsam und das Zucchini-Fleisch einmal mit anbraten, immer ein bisschen umrühren und den Schafskäse einfach entweder zerkrümmeln in den Fingern, ich mag das ja nicht, aber dann verbraucht man zu viel Wasser, finde ich immer, einfach ein bisschen klein schneiden, ein bisschen zur Seite legen und die Tomaten einmal halbieren längs. Und immer wieder umrühren. Wenn das dann einmal erledigt ist, dann einmal das würzen. Das ist dann nämlich mit Pfeffer einmal und mit Salz. Oregano kommt auch ein bisschen dazu. Ich finde immer bei Tomaten ist für mich einfach, Oregano gehört dazu. Und dazu den Schafskäse einfach reinmischen, also Schafskäse oder Feta. Einmal hineingeben und auch einmal umrühren. Oder mehrmals umrühren, bitte nicht nur einmal. Das einmal ein bisschen zu ziehen lassen. Dann einmal noch Basilikum dazu. Und weiter umrühren. Dann hat man noch ein Ei, den mache ich noch da rein und den gar nicht so lange anbraten. Einfach nur ein bisschen vermischen und dann können wir den auch schon befüllen. Alle 4 Zucchinis werden nacheinander einmal befüllt. Ein bisschen reinlegen und dann entweder könnt ihr das ein bisschen abkühlen lassen, damit ihr euch nicht die Finger verbrennt, aber ich habe, wie es aussieht, Hornhaut an den Fingern. Das tut mir nicht so weh. Und dann wie gesagt, ein bisschen befüllen und einfach ein bisschen die noch ein bisschen höher bauen, weil es ist schon eine ganz schöne Masse. Reinlegen. So, die letzte kriegen wir auch noch hin. Auch einmal befüllen. Und nun kommt dann noch ein bisschen Parmesankäse drüber. Es braucht man nicht viel. Ist nur, damit es ein bisschen einen leckeren Geschmack entwickelt.
Und das war's schon. Omelette anmachen, Deckel drauf und los geht's. Von der restlichen Masse habe ich festgestellt, diesmal, was macht man damit? Ich habe noch ein altes Brot übrig. Und den habe ich mit dieser Pfanne einmal ein bisschen Öl nochmal rein und eine Scheibe einfach reingelegt. Dann die restliche Masse einfach drüber gelegt. Noch ein bisschen Parmesan dann drüber gemacht. Dann den Deckel ein bisschen draufgelegt und ein bisschen ziehen lassen, damit das Ei stockt. Und dann haben wir das als Vorspeise dann gegessen. Mann, war das lecker. Deckel noch drauf und einfach erstmal ein bisschen ziehen lassen. Ich würde so eine Minute, das ist wirklich nur auf einer mittleren Flamme, so eine Minute, damit das Brot ein bisschen knuspriger wird. Rausnehmen, bisschen Petersilie noch drüber und voilà, Vorspeise erledigt. Da seht ihr, in Bibis Kochstudio ist improvisierend angesagt. Jetzt hatte ich halt noch ein bisschen auf von der Masse ja übrig. Ich habe noch ein altes Brot gehabt, abgetoastet, also ab, habt ihr ja gesehen, ab ins Öl und dann die einfach drüber gelegt und ich glaube, man kann das auch sehen lassen. Und das gibt's als Vorspeise. Circa 20 bis 30 Minuten, da müsst ihr mal gucken, wie weich schon die Zucchini schon ist, ob das okay ist. Dann halt vorsichtig rausheben, damit die auch nicht kaputt gehen. Bon Appetit! Also das mit dem Brot, das hat echt schon super geschmeckt. Aber das andere hat auch sehr lecker geschmeckt. Und wenn ihr überlegt, warum er eigentlich so schief sitzt, sind wir gleich ein Eiswürfel. Also ich muss ja was dazu geben. Das mit dem Brot schmeckt, glaube ich, sogar noch besser als mit der Zucchini. Ups! Man muss immer nur einfach nur ausprobieren. Also das mit der Zucchini hat uns auch gut geschmeckt. Aber das mit dem Brot unten drunter. Das gibt's noch mal irgendwann. So, ich hoffe, euch haben die beiden Rezepten mal euch zugesagt. Vielleicht ist das was für euch. Meiner mag vielleicht gar keinen Schafskäse. Dann macht einen einfach geriebenen Käse einfach nur darunter. Oder wenn ihr keine Zucchini mag, nur das Brot. Wie gesagt, man kann alles variieren. Und so mache ich eigentlich immer meine Rezepte. Ja, also, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren oder beim Zugucken, dass ihr dabei gewesen seid, sage ich einfach mal Dankeschön und hoffen wir mal, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, wie es so geht, gell? Also den will ich nicht sehen, gell? Den will ich nicht sehen. Und ein Abo, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Achso, denkt an das Sonntagvideo. Ganz normal um 10 Uhr. Bis dann. Tschüss.